Unser aktuelles Thema ist ja Vielecke, Flächeninhalt. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht gleich alle diese drei Flächeninhalte dieser Vielecke kennenlernen. Erstmal muss ich euch erzählen, was Vielecke sind. Das eine ist ein Dreieck, das andere ein Parallelogramm und das andere ein Trapez. Werden wir später nochmal wiederholen. Zwei davon sind Vierecke, eins ist ein Dreieck und beides sind Vielecke, denn sie haben viele Ecken. Das ist so eine komische Zusammenfassung, ein Wortspiel könnte man fast sagen, wo sich ein paar Mathematiker ausgedacht haben. Was wir daran jetzt in diesem Video lernen, das zeige ich euch jetzt. Erstmal müssen wir nochmal wiederholen, wie man es überhaupt beschriftet. Es geht immer gegen den Uhrzeigersinn. Ich fange irgendwo mit einem Punkt an, normalerweise immer links unten und dann kommt der zweite B, C. Hat sich so eingebürgert. Ich hätte natürlich auch oben mit A anfangen können, dann wäre es halt hier mit B und hier mit C weitergegangen. Alles möglich. Beim Parallelogramm geht es genauso. A, B, C, D. Da gibt es natürlich vier Ecken und das gleiche beim Trapez. Was werden wir da jetzt heute lernen? Die sogenannten Höhen. Ich zeige es immer ein, was die Höhen sind. Man sieht hier schon, es hat alles immer mit einem rechten Winkel zu tun. Wenn ich hier natürlich irgendwo einen rechten Winkel hinkriegen muss oder will, dann hat es ja immer, muss es mit dieser Seite mit einem rechten Winkel sein. Und der Punkt, von dem die Höhe ausgeht, ist immer der Punkt, der von der gegenüberliegenden Seite kommt. Also, wenn wir das festhalten, beim Dreieck ist die Höhe der Abstand eines Eckpunktes von der gegenüberliegenden Seite. Hört sich schwierig an, aber Abstand heißt ja nichts anderes als die kürzeste Verbindung und die ist immer senkrecht. Man könnte auch sagen, die Senkrechte von einem Punkt auf die gegenüberliegende Seite. Das ist die Höhe. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Höhe und auch hier eine Höhe. Eingezeichnet ist nur eine. Drei gibt es aber. Bei diesem Parallelogramm, da ist die Höhe natürlich auf zwei Seiten hier senkrecht. Nicht nur hier, sondern auch hier oben. Beim Parallelogramm ist die Höhe der Abstand zweier paralleler Seiten. Also kann ich zwischen D und C lauter Senkrechten runterzeichnen und ich erhalte Höhen. Genauso könnte ich aber von A auch eine Senkrechte hier hochzeichnen, bis zu dieser verlängert gedachten parallelen Seite. Genauso kann ich aber auch Höhen hier einzeichnen, von AD nach BC. Also quasi alles, was den Abstand zweier paralleler Seiten darstellt. Auch hier ist nur eine gekennzeichnet. Hier beim Trapez ist das ein bisschen anders. Die Höhe ist der Abstand der beiden parallelen Grundseiten. Denn hier haben wir nur zwei Seiten, die parallel sind. Die beiden Seiten sind nicht parallel. Das heißt, ich kann nur die Senkrechte zu diesen beiden Seiten zeichnen, um dann eben die Höhe zu bekommen. Was haben wir gelernt? Höhe ist immer senkrecht auf irgendwas und wir müssen aufpassen beim Parallelogramm und beim Trapez, dass es einmal sehr, 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 sehr viele gibt und einmal nur sehr viele. Das heißt, wir dürfen nicht bei den Geraden oder bei den Strecken eine Höhe einzeichnen, die nicht parallel zueinander sind. Höhen muss man sich merken, senkrecht sind sie, ein weiteres Video folgt.